einmal war Herr Taschenbär hellwach und setzte sich im Bett auf. Draußen schien die Sonne. Es war früher Morgen, Sonntagmorgen. Und neben ihm im Bett saß der Sams und sang. Diese und noch 8 weitere Geschichten durfte die Jury des Vorlesewettbewerbs in der Schweriner Stadtbibliothek lauschen. Am 23. Februar fand der Stadtentscheid des diesjährigen Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels statt. Der Ablauf heute beim Stadtentscheid ist, dass die Schulsieger der einzelnen Schulen in Schwerin heute gegeneinander antreten. Wir haben 9 Kinder dabei und 2 Jungs und 7 Mädchen. Die Teilnehmenden lasen in der ersten Runde einen Auszug aus einem selbstgewählten Buch vor. Im Anschluss folgte die Herausforderung, das Lesen eines zuvor unbekannten Textes. Die Jury bewertete die Kinder zu ihrer Lesetechnik, der Interpretation und im Wahltext zusätzlich nach der Textstellenauswahl. Auch Silvio Horn, Dezernent für Finanzen, Ordnung und Kultur der Landeshauptstadt Schwerin, bewertete die Kinder. Vorlesen ist wichtig, weil es im Unterschied zu allen Anwendungen, die so in der digitalen Welt stattfinden, eine analoge Tätigkeit sind und sich Kinder viel intensiver mit dem Text beschäftigen, wenn sie selber vorlesen. Und Lesen hat was mit Bildung zu tun, Lesen hat was mit Kultur zu tun. Es ist also auch ein ganz wichtiges Anliegen der Stadt, durch die Stadtbibliothek das Lesen und damit die Bildung zu fördern. Und deswegen bin ich sehr gerne heute hier beim Vorlesewettbewerb. Gewinnerin des Stadtausscheides ist Lena Barke von der Ecolea Internationale Schule Schwerin mit ihrem Buch Der letzte Bär von Hanna Gold. Sie darf im Mai beim Landesentscheid die Stadt Schwerin vertreten. Sollte Lena auch hier erfolgreich sein, geht es im Juni zum Finale nach Berlin. Wir drücken die Daumen.